Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von imout.ch. In der letzten Episode ist nach zweieinhalb langen Monaten in Guadalajara endlich wieder zurück auf die Strasse gegangen. Nach der Durchquerung von einer langen Wüste habe ich den Nevado de Colima im Bundesstaat Jalisco erreicht und bin dort per Hitchhiking zum Gipfel hochgefahren. Leider hat das Wetter nicht ganz mitgespielt und so bin ich zurück auf die Strasse durch die Bundesstadt Michoacán, um diesen Platz hier zu erreichen, Paricutín. Der jüngste Vulkan Mexikos ist nur über das Lauerfeld in einer Tageswanderung erreichbar. Über weitere kleine Nebenstrasse ist der Michoacán nach Pátzcuaro gegangen, wo ich den Christian und seine Pilzlifam getroffen habe. Und natürlich hat es auch noch mehr von der Geschichte und Kultur Mexikos gegeben. Also herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von imout.ch. Wenn es im Hintergrund auch nach Vögelgrüß steht, dann wundert euch nicht, ich bin nämlich hier in der Tropen, wo ich die Voice-Over aufnehme. Jetzt aber starten wir das erste Mal in der wunderschönen Kolonialstadt Morelia im Bundesstaat Michoacán. Von da aus ist es nämlich weiter Richtung Westen gegangen, um mehr vom Hinterland von Mexiko zu sehen. Unter anderem auch sehr spezielle Fahrzeuge und sehr viele neue Essenskulturen. Da der grösste Teil der Route über den transmexikanischen Vulkangürtel führt, gibt es sehr viele Berge zu bezwingen. Direkt an der Grenze der zwei Bundesstaaten Michoacán und Estado de México liegt der Schmetterling-Nationalpark Biosfera de la Mariposa Monarca. Der Nationalpark ist der Winterzufluchtsort für die meisten Monarchschmetterlinge der westlichen Hemisphäre. Also wimmelt es hier eigentlich nur von Schmetterlingen. Naja, eigentlich im Normalfall. Auf jeden Fall an dem Tag, wo ich da war, hat es nur ein paar vereinzelte Exemplare gegeben. Also bin ich zurück aus Velo und in den 7. Bundesstaat von Mexiko gefahren auf der bisherigen Reise, Estado de México. In diesem Staat wartet eine ganz grosse Herausforderung auf mich und deswegen wird es Zeit, wieder mal selber zu kochen und einen richtig guten Selfmade Burrito zu geniessen. Ein paar Tage später hatte ich die Challenge direkt vor den Augen, die Nevado de Toluca. Und siehe da, auch andere Radreisende treiben es auf diesen Berg hoch. Den Christian von radreisli.ch habe ich genau am Anfang vom Berg getroffen und gemeinsam haben wir uns dieser Challenge gestellt. Der Nevado de Toluca ist mit seinen 4680 Meter über Meer der vierthöchste Berg von Mexiko. Und welch ein Wunder, auch er ist ein weiterer, nicht mehr aktiver Vulkan. Zu seiner besonderen Eigenschaft gehört ein Kiesweg, der von der Großstadt Toluca direkt bis ufer in den Krater führt. Thank you.
einer extrem kalten Nacht haben wir den Sonnenaufgang genossen mit dem Blick auf die Iztaccíhuatl und den Popocatépetl, den zweit- und den dritthöchsten Berg von Mexiko. Bis zum Gipfel hat noch 300 Meter gefehlt und die 300 Meter die kann man nicht mit dem Velo fahren. Also haben wir sie Wanderschuhe angelegt und haben uns so die dünne Luft gegen rauf gekämpft. Nach einem Tag in der Natur ist es zurückgegangen in die Realität. Auf einem völlig überladenen Highway ist die Hauptstadt Ciudad de México, auch bekannt als Mexico City, gegangen. Viva! Prost! Mexico City ist ein bisschen wie das Land selber. Man findet einfach alles da. Egal ob viele Menschen, viel Kultur, viel Kalorien, oder natürlich auch viel, viel, viel Bike-Teile. So, unterwegs raus nach von Mexico City. Wir haben 3 Nächte hier verbracht, mitten in der Stadt. Und jetzt geht es wieder durch den richtigen crazy Traffic. Einer Plan. Durch den richtigen crazy Traffic raus aus der Stadt. Und ja, versuchen wir es nochmal. Also, 3 Tage in Mexico City gsi. Jetzt sind wir auf dem Weg raus. Richtung Puebla. Paso de Cortes ist noch vor uns. Werden wir heute aber nicht mehr erreichen. Heute werden wir in einem Dorf schlafen und dann geht es morgen weiter. Zurück in die Natur, endlich. Es ist ja die Zeit. Der ganze Lärm und Gestank ist Lunch für Velofahrer. Ja, also so sieht das aus. Ah.
Mexico City liegt in einem grossen Talkessel und es gibt ganz viele Highways, die da rausführen. Aber der, den wir genannt haben, ist wahrscheinlich der schönste. Der Paso de Cortes führt auf einer perfekten Asphaltstrasse auf 3400 Meter rauf. Das Highlight dabei ist nicht die Strasse an sich, sondern die zwei Berge links und rechts davon. Dort befinden sich nämlich die zweit- und die dritthöchsten Berge von Mexiko, der Iztaccíhuatl und der Popocatépetl, beide über 5000 Meter hoch. Popocatépetl ist dabei sicher der berühmtere von beiden Bergen, weil er ist immer noch ein sehr aktiver Vulkan und schafft somit auch immer wieder in die Medien. Eine Rauchwolke über seinem Gipfel ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Puebla ist die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaats und gehört zu den 5 wichtigsten Kolonialstädten von Mexiko. Aufgrund ihrer Geschichte und ihrer außergewöhnlichen Architektur ist sie seit 1987 ein Weltkulturerbe. Für uns ist Puebla aber hauptsächlich der letzte grössere Ort, bevor es auf die 380 km lange Strecke runter nach Oaxaca geht. Alright, you definitely made it to Oaxaca. It's time for shower, to shave, for real bed and some rest days, fresh beer and maybe a little bit party here in Oaxaca. I'm heading for the south in the next few days, spend my birthday on the beach, and so don't miss the next episode and don't forget to subscribe. Bye bye!